Hey Leute, willkommen zu einem kleinen Tutorial, und zwar wie man ein neues Video-Plugin bei dem N64-Emulator Project 64 installiert, und zwar um genau zu sein das Glide 64 Video-Plugin. Ja, um das jetzt zu installieren, laden wir uns natürlich erstmal runter. Dazu habe ich einfach mal gegoogelt und das erstbeste genommen. Hier den Link haue ich einfach dann in die Videobeschreibung. Und ja, ich weiß nicht, dass sich jetzt jemand aufregt. Ich kann natürlich nicht garantieren, dass es hier 100.000% virenfrei ist. Aber mein Antivirenprogramm hat sich auf jeden Fall nicht beschwert. Also ich denke, es ist kein Problem. Aber ja, nur so mal gesagt. Hier gibt es nämlich immer Leute, die beschweren sich dann darüber, dass man das keine Garantie hat, dass es virenfrei ist. Aber darum geht es jetzt hier gar nicht. Wenn wir das dann auf jeden Fall runtergeladen haben, wir gehen hier einfach auf Download Now. Ich habe das gerade schon mal runtergeladen. So, dann haben wir hier eine ZIP-Datei. Die öffnen wir einfach mit Doppelklick und haben dann hier einen Haufen Ordner. Ja, die lassen wir jetzt einfach mal liegen, und jetzt machen wir ein neues Fenster auf, wo wir zum Installationsverzeichnis von unserem Emulator gehen. Der liegt bei mir hier auf D, Spiele, Project 64. Okay, so die beiden, oder anders gesagt, die einzigen Dateien, wo wir uns jetzt für interessieren, oder Ordner, sind der Plugin-Ordner und der Wrapper-Ordner. Ja, wir fangen jetzt einfach mal mit dem Wrapper-Ordner an. Und zwar öffnen wir den, und da liegt jetzt eine Datei drinnen. Die Datei nehmen wir einfach und ziehen die mitten ins Hauptverzeichnis rein, also nicht in irgendeinen Ordner, die muss hier ins Hauptverzeichnis von eurem Emulator. Das habe ich jetzt schon mal gemacht, deswegen mache ich es jetzt nicht nochmal, also einfach ziehen und dann loslassen. Und dann müsste die hier so drin liegen, wie jetzt bei mir. Wie gesagt, ich wollte noch nicht nochmal alles von vorne installieren, das ist jetzt nur so ein 0815 Anleitungsding. Und dann sollte das so ausschauen. Gut, dann haben wir schon mal den Wrapper-Ordner abgeklappert. Und jetzt widmen wir uns mal dem Plugin-Ordner. So, da haben wir jetzt gleich drei Dateien drinnen. Und die müssen hier im Emulator, müssen die auch in den Plugin-Ordner. Also öffnen wir hier auch einfach, zack. Markieren die wieder und ziehen die da rein. Wie gesagt, ich habe schon alles gemacht vorher mal, deswegen mache ich das jetzt nicht. Also einfach reinkopieren oder ziehen, und dann liegen die hier auch so, ja, alle drei da einfach so drinnen. Und das war eigentlich im Prinzip schon die ganze Installation. Ich mache jetzt mal die Fenster wieder zu, so. Und jetzt schauen wir uns mal den Emulator an. Gut, wir starten ihn einfach ganz normal. Und wenn wir jetzt ein Spiel starten würden, wäre immer noch das normale Video-Plugin ausgewählt. Deswegen müssen wir unter Optionen, Einstellungen, und dann haben wir hier die Auswahl Video-Plugin, und ich habe es jetzt sogar schon ausgewählt, das Glide 64. Normalerweise hat man immer nur die beiden unteren, und wir haben jetzt noch das obere hier installiert, das Glide 64. Das heißt, normalerweise sieht es so aus, und ihr geht dann jetzt einfach drauf und wählt das hier aus. Gut, dann starten wir das Ganze mit OK, und wenn wir jetzt auf Video-Plugin gehen würden, haben wir hier eben die neuen Einstellungen unseres neuen Video-Plugins. Das war eigentlich schon alles, was man machen muss. Und damit sollte man Glide 64 zum Laufen bringen. Und mir fällt gerade auf, ich habe am Anfang ganz verpennt zu sagen, wofür man das eigentlich braucht. Denn manche werden das vielleicht gar nicht wissen. Und zwar, wenn man jetzt bei manchen Spielen hat das Standard-Video-Plugin von Project 64 Probleme, wie zum Beispiel bei Paper Mario, dass es dann extremst flackert und sonstigen Mist macht, dass es eigentlich keinen Spaß mehr macht zu spielen. Und das kann man eben beheben durch das Glide 64 Video-Plugin. Ja, das wollte ich jetzt einfach mal gemacht haben, ein kleines Tutorial, hauptsächlich auch für meine Zuschauer vom Let's Play, denn da wollten manche schon mitspielen, Paper Mario zum Beispiel, und hatten dann eben Probleme mit dem Video. Gut, ja, und so könnt ihr das beheben. Yay! Okay, ich hoffe, ich konnte dem ein oder anderen weiterhelfen mit diesem kleinen Tutorial. Und vielleicht sehen wir uns ja wieder in einem meiner Let's Plays oder anderen Videos, wer weiß. Ich verabschiede mal und bis dann.